Der Bundeskanzler hat heute bestätigt, dass er und seine Regierung freiwillig auf eine Menge an Impfdosen verzichtet haben, was uns dazu führt, dass Österreich mit Juni 50% Impfungsrate aufweisen wird und Dänemark 80%. Was augenscheinlich war, die Verantwortung, so haben wir es in der Früh auch gesagt, wir gehen davon aus, dass er Verantwortung für seine Fehlentscheidungen übernimmt. Er hat es wiederum nicht getan. Im Gegenteil, er hat die Verantwortung und die Schuld bei allen anderen gesucht, insbesondere bei dem zurückgetretenen Impfkoordinator. Das ist unseres Erachtens nicht angebracht, absolut unangebracht und eines Bundeskanzlers eigentlich unwürdig. Zu verzichten auf Impfdosen, die Österreich jetzt dringend brauchen würde, und dann zu sagen, aber schuld war der Beamte. Wir haben des Weiteren auch Herrn Feutig befragt. Und diese Befragung war insofern interessant, als er bestätigt hat, die Impfungen haben zu spät, zu zögerlich begonnen. Das heißt, es war eigentlich allen klar, dass die Sache unrund angelaufen ist, dass durch den Kostendeckel von 200 Millionen, den der Bundeskanzler im Übrigen negiert, zu wenig Impfstoff beschafft werden konnte. Zu sagen, es gab diesen Deckel nie, entspricht einfach nicht der Wahrheit. Ich erinnere an Rudi Anschober, der in einer ZIP gemeint hat, glauben Sie mir, es wäre lieber, es hätte diese Obergrenze nicht gegeben. Zudem ist dieser Kostendeckel aktenkundig und zu sagen, es hat ihn nie gegeben und dafür keine Verantwortung zu übernehmen, ist wiederum unwürdig. Dankeschön. Gibt es Fragen dazu noch? Bitte schön. Was für einen Eindruck hat jetzt Bundeskanzler Kurz auf Sie gemacht während dieser Befragung? Naja, ich kann das anhand eines Beispiels sehr gut beschreiben. Zu sagen, nicht informiert gewesen zu sein, entspricht einfach nicht der Wahrheit und kann nicht der Wahrheit entsprechen, wenn man weiß, und das ist allseits bekannt, dass es Beratungen auf Beamtenebene zu den Impfstoffbeschaffungen, zu den Auslieferdaten gegeben hat und das seit Anfang Jänner, bestätigterweise dreimal in der Woche unter Beisein des Kabinettschefs des Bundeskanzlers. Und dann zu sagen, ich war nie informiert, ich wurde zu spät informiert, dann ist das recht billig. Dass er sich beispielsweise hinstellt und sagt, ja, wir haben Fehler gemacht, wir übernehmen dafür die Verantwortung, ich als Kanzler übernehme dafür die Verantwortung. Andere Regierungschefs haben das sehr wohl geschafft. Ich verweise auf unsere Nachbarstadt Deutschland. Das erwarte ich mir zumindest jetzt als ersten ehrlichen Schritt gegenüber der Öffentlichkeit. Das ist aber leider nicht passiert.